Sterne des Sports. Die Sterne des Sports belohnen das gesellschaftliche Engagement der Sportvereine. Seien auch Sie mit Ihrem guten Projekt dabei und bewerben Sie sich. Richtig. Die Unterlagen dazu gibt es in jeder teilnehmenden Volksbank oder Raiffeisenbank in Ihrer Region. Den ausgefüllten Bewerbungsbogen geben Sie dort auch wieder ab. Ebenfalls möglich, eine Online-Bewerbung unter sternedessports.de. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Sterne des Sports Hotline wenden oder uns eine E-Mail schreiben. Um als Sportverein beim Wettbewerb Sterne des Sports teilzunehmen, muss folgende Bedingung erfüllt sein. Ihr Sportverein ist unter dem Dach des DOSB organisiert. Das heißt, er ist Mitglied in einem Landessportbund, einem Spitzenverband wie beispielsweise dem Deutschen Fußballbund oder dem Deutschen Turnerbund oder einem Sportverband mit besonderen Aufgaben. Weitere Bedingungen gibt es nicht. Überlegen Sie im Verein gemeinsam, welches Projekt für den Wettbewerb Sterne des Sports in Frage kommt. Sie tun mit dem Verein etwas Gutes für die Gesellschaft, was über den reinen Sportbetrieb hinausgeht? Zum Beispiel für Kinder und Jugendliche? Für Senioren? Für Integration oder Inklusion? Für gesundheitliche Prävention? Oder den Umweltschutz? Prima! Dann bewerben Sie sich. Füllen Sie die Bewerbung bitte vollständig aus. Hilfreich für die Jury sind außerdem Hinweise auf die Hintergründe, die zu dem Projekt geführt haben. Gerne können Sie Materialien mit Bezug zum Projekt wie Konzeptpapiere, Presseartikel oder Videos ergänzen. Die eingereichten Bewerbungen werden von einer Jury gesichtet und bewertet. Sie besteht aus Vertretern der Bank und des Sports. Oft sitzen auch Journalisten, Politiker sowie prominente Sportler in der Jury. Die Bewertung erfolgt bundesweit nach einheitlichen Kriterien. Die Entscheidung über die Vergabe der Sterne des Sports trifft die Jury. Sportvereine engagieren sich in so vielen Bereichen für die Menschen in unserem Land. Zeigen Sie Ihre Arbeit, seien Sie Vorbild und holen Sie sich Ihr Dankeschön dafür.